Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Mario Bros. Das ist die vorzeitige Story, die wollen wir noch nicht angehen. Ja, das ist jetzt so mein allererstes richtiges Projekt nach Pau. Ich freue mich schon darauf und 2006 Spiel. Oh, oh, oh. Ja. Okay, beginnen wir einfach und wir sehen jetzt die gute Story. Ich hab nicht mal eine Welt frei. Ja, da nehmen wir. Zwei. Gehen wir nicht rein, das ist Spoiler. Das ist Spoiler, beenden, ja. Kurze Startmöglichkeit, Entschuldigung. Hä? Ja, die hier. Ja. Boom. Ja. Und lasst euch einfach von den Spielspaß Mario einfach an. Ich finde, es ist der beste Teil. Und hoffentlich werde ich ihn auch mal durchgespielt bekommen. Die Story. Boom. Die Kasse ja wohl nicht werden. Oh yeah. So, jetzt kennt ihr die Story. Müsste sie jetzt kennen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Man fängt mit 5 Leben an. Ja, ich werde. So, man kann Pilze einsammeln, dass Mario größer wird. Man kann Münzen sammeln. Da kriegt Mario ein Leben dazu. Wir haben gerade 5 Leben, das sieht man hier. Da. Like it. I like it. Und auf diesen rum drauf. Ja. Gehen wir mal durch ein bisschen. I like it. Bam, bum, bam, bum, 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 bam, bam, da, 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 bam, 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 bam. Ich sammle hier auch Münzen. Nein! Habt ihr das gesehen? Ein Level Up ist runtergefallen. Ich dummer Hund, ich. Bam, bam. I like it. Okay. Jetzt habt ihr so ein bisschen das Spielprinzip gehört. Es gibt auch noch mehrere Items, nicht nur diese Pilze, es gibt auch noch diese Blume. Dann habt ihr den großen Pilz gesehen, der macht einen groß. Dann gibt es noch einen Panzer, da wird man zur Schildkröte. Ja, man gibt auch einen Mini-Pilz und ja. Man versucht halt Peach zu befreien und am Ende klappt es und sie wird dich küssen, aber nicht mehr, weil es nur eine so Freundschaft ist. So, das wollen wir nicht weiter vertiefen. Und fragen einfach uns, wieso, das ist die Blume. Und wieso spiele ich dieses Spiel? Ja. Es ist ein sehr cooles Spiel und es war sogar mein allererstes Spiel. Also es ist schon ein wichtiger Bestandteil. Ich habe noch den Nintendo DS gehabt. Scheiße, und wenn man einen Gegner berührt, dann verliert man halt sowas. Scheiße. So, da kommt man zu der Münze. Da. Nein! Fail! Das ist, wenn man sich nur auf die Kamera konzentriert.
Und ich hatte eine Blume zur Reserve, ich Dummkopf. Stirb du Arsch! Oh, das war episch. Ja, in der ersten Folge werde ich noch nicht auf ein Thema eingehen. So. Das bin ich noch nicht so gewöhnt. Also in der ersten Folge werde ich nichts reden. Also nichts reden ist auch ein Quatsch, aber ich werde nicht mehr reden. Also zum Beispiel so arge Themen werde ich jetzt keine anreden. Scheiße, 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 scheiße. Und das ist jetzt Good Magic Power. Ich habe so einen Frosch in Hals. Ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Es wird weiterhin Folgen von denen geben. Das wird euch hoffentlich klar sein. Und ich hatte da immer Angst, dass der zurückkommt. Ich weiß nicht mehr, wie man eine Arschbombe macht. Ich Dummkopf. Na. Und hier bekomme ich 2 Leben und meine Stimme verabschiedet sich jetzt wirklich. So, gehen wir da durch. Mario ist eigentlich ein fantastischer Springer, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen ein Delay. Also wenn ihr nicht wisst, was ein Delay ist, er versetzt Dinge. Und hier, ich berühre mal das und dann bekomme ich die Blume, weil ich das auf Reserve habe. Da warte ich ein bisschen. Ich bin jetzt so ein Warter. Nein! Die Münze ist verloren gegangen, ich Dummkopf. So, was ich noch ein bisschen erzählen will, dass kurz angespielt werden Spiele sein, die was ich irgendwie nicht mehr spielen kann, nicht löschen kann, also einen neuen Spielstand anfangen oder etwas anderes halt. Die was die Story zu lang sind und die oder die Story noch nie geschafft habe, also deswegen. Ja. Also zum Beispiel Schlag den Rab, das ist ein Spiel, das was man sich schnell durchspielt. Aber ich finde nicht wert ist, dass man davon eine eigene Playlist macht. Na klar, ich werde öfter gegen den Rab antreten, also vielleicht Themen erzählen, was mir gerade so im Kopf herumspucken oder so. Aber es wären keine solchen in einem Part. Es wären zum Beispiel so ein Rap, Schlag den Rap Part in zum Beispiel 3 Parts eingeteilt. Das mache ich so, denn ich will irgendwie nicht, dass ich auf YouTube so. Ah, wie soll ich das erklären? Ich bin gerade so dumm in erklären, weil ich mich auf Spiele auch konzentrieren muss. Also, ich kann keine 15 Minuten Parts hochladen. Das ist ganz einfach bei dem Grund, weil YouTube das auch nicht will. Ich kann das gut verstehen und ich finde es auch nicht schlimm. Dann schneidet man halt ein bisschen die Parts zusammen und ich muss auch ein bisschen schauen, dass ihr ein komplettes Sichtfeld habt, wie man das machen soll. So, und jetzt seht ihr mal das. Das sind die roten Münzen. Und ich hüpfe gerade ein bisschen falsch. Scheiße. Jawohl. Und wenn man die roten Münzen alle eingesammelt hat, bekommt man ein Level Up. Und ich habe schon 10 Level Up. Drei.
Ich war ganz oben. Und wenn man meistens ganz oben bei der Fahne ist, dann hat man es geht. Bekommt man auch ein Level up. Ja. Und das hier sind Mini-Endboss. Man kämpft auch gegen Bowser Junior. Junior is in the house. Und ich hoffe einfach, dass ich. Ich habe Mario Boss nur einmal durchgespielt und ich hoffe, ich werde es nochmal. Ah, da ist der Panzer. Kann ich mich schützen gegen angreifende Feinde? Ja. Ja, ich bin gerade ziemlich still, aber ich weiß auch nicht, was ich mir sagen soll. Ich. Die Münzen sind so gut, da kann man sich zum Beispiel mit den Münzen so einen großen Koloss kaufen, das was ich in Level 1 gehabt habe, wie ich so früh groß geworden bin. Au! Und ich sitze gerade sehr unbequem da und ich bin auch sehr froh, wenn dann der Part vorbei ist, denn es tut auch weh. Ausgel! Und so. Gegen Bowser Jr. finde ich immer den leichteren Kampf. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, der letzte war leicht. Aua, aua, aua. Ich sitze gerade so unbequem da, das könnt ihr euch nicht vorstellen und. How? So, Bowser Jr. Time! Kann er mal was tun, wenn ich so da? Arschloch! Gemeine Hund! Okay. Scheiße, nein! Ole, ole! Ich spiele mich ein bisschen mit ihnen. Ja, darf ich? Oh, er ist tot. So! Er flüchtet jetzt wieder mit der Peach. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie der so schnell das schafft. Sind der schnell rein kann. Aber egal, das will's. Oh, warte, ganz kurz. Speichern, ja bitte. Speichern Vorgang. So, das war's aber jetzt wirklich mit dem ersten Part. Jetzt ist es auf einmal ganz weg. Jetzt ist es auf einmal ganz nah. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem ersten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.